Am 4. und 5. Mai präsentiert die Musical AG der Eichendorf Realschule Reutlingen ihr aktuelles Stück Der Schmied und das Feuer im Reutlinger Georgensaal. Begleitet wird das Märchenmusical dieses Jahr von einem 17-köpfigen Ensemble der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Damit auch alles klappt, wird derzeit auf Hochtouren geprobt und wir waren mit dabei. Der Schmied und das Feuer heißt das Stück, das die Musical AG der Eichendorf Realschule Reutlingen in diesem Jahr aufführen wird. Geschrieben hat es die Leiterin der Musicers, wie die AG sich nennt, Manuela Hebröck, während der Corona-Pandemie. Bereits im vergangenen Jahr haben die Musicers das Stück erfolgreich auf die Bühne gebracht. In diesem Jahr wollen sie das Stück zusammen mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen in der Orchesterfassung zeigen. Wir haben Streicher dabei, Kontrabass, dann die Trompeten, die Posaunen, Schlagwerk und so weiter. Und auch für die Kinder ist es eine Herausforderung, weil wir natürlich jetzt mit der Philharmonie nicht proben können. Das sprengt einfach den finanziellen Rahmen. Wir haben am Mittwoch sozusagen vor der Vorstellung dann, am Donnerstag ist ja die Aufführung, die erste Probe mit der Philharmonie. Und jetzt müssen wir eben mit MIDI-Files arbeiten und Halbplaybacks, die haben wir extra dazu auch aufgenommen, sodass die Kinder eben eine Vorstellung davon haben, wie es denn dann letztlich sein wird. Weil mit einer Band ist was anderes, wie jetzt mit in dieser Orchesterfassung. Zur Musik wird natürlich auch getanzt und gesungen, eben wie im Musical. Die 65 Kinder und Jugendlichen auf und hinter der Bühne bringen dabei mal mehr, mal weniger Erfahrung mit. Die Kinder von Klasse 5 bis 10 lernen von und miteinander. Die Kleine, haben Sie ja gesehen, lernt sozusagen ganz schnell, sich in diese Rolle einzufinden. Von ihrer Fantasie her ist sie sehr eloquent und kann ganz schnell in diesen Hahn reinschlüpfen. Und die Älteren lernen das. Auf der anderen Seite zeigen die Älteren den Jüngeren, wie man sich vor und hinter der Bühne bewegt und wie man mit dem Publikum interagiert. Im Stück selbst werden dann weitere Werte vermittelt, etwa die Bedeutung von Wahrheit und Lüge, von Liebe und Freundschaft. So gibt die Königstochter Marga beispielsweise nichts auf das Getratsche der alten Dorfweiber und verbringt ihr Leben trotzdem mit dem einfachen Dorfmusiker und Schmied Josef. Die 12-jährige Safi spielt zum ersten Mal die Hauptrolle der Königstochter. Also, es ist schon ein bisschen viel Text. Und ich bin auch froh, dass ich die Rolle spielen darf, denn es ist auch eine echt große Rolle. Das macht echt Spaß. Wir üben, wir singen zusammen. Wir sind wie eine Familie. Der 13-jährige Clement spielt den Schmied bereits zum zweiten Mal und singt auch in der Probe mit Leidenschaft sein Solo. Ich bin auch eigentlich an die Schule gekommen, nur wegen dem hier. Und halt vor allem wegen dem Singen. Musical-Darsteller will Clemens später aber trotzdem nicht werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil es halt schon ein relativ großer Stress ist, wenn du die Hauptrolle spielst. Und ich würde gern eigentlich Rettungssanitäter werden. Auch Safi sieht sich eher als Tierärztin. Die passenden Kinder hat sie im Stück auf jeden Fall schon mal. Für Leiterin Manuela Hebröck bedeutet ihre AG sowieso mehr als nur das Proben und Einstudieren von Texten, Liedern und Gesang. Die Kinder erwerben hier Kompetenzen, die sie so in anderen Fächern nicht erlernen können. Ich frage mich auch immer, warum wird auf Digitalisierung so viel Wert gelegt? Was habe ich davon, wenn ich einen Freund in China über eine App erreichen kann und wenn es mir schlecht geht, niemanden mehr habe, der hier direkt vor Ort mit mir zu tun hat? Und dieses soziale Lernen findet hier eben auch statt, auf einer ganz anderen Ebene. Zusammen mit der WPR stehen die jungen Talente der Eichendorf Realschule dann am 4. und am 5. Mai ab 19 Uhr auf der Bühne des Reutlinger Georgensaals und präsentieren das Musikmärchen für die ganze Familie. Auf der Homepage der Württembergischen Philharmonie Reutlingen gibt es eine Weiterleitung zum Kartenvorverkauf.